So, moin Leute, starten wir mal unser neues Video hier schön an der Elbe. Im letzten Video habe ich hier mal schön was weggesnackt. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir zurückkommen, weil Hinweg war Einbahnstraße, Rückweg müssen wir gucken. Eine ganz knappe Geschichte, aber da wollte so nah an mir parken. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier entlang kommen. Oh, ganz schön steil. Aber wollen wir mal die Leute nicht nerven mit unserer lauten Auspuffanlage. Aber auch ganz schöner Weg hier. Ja, ist eine Entführung wert auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde meine Frau mal in diese schöne Ecke hier ausführen. Ich glaube, da wird sie sich freuen. Die mag Fischbrötchen. Auf jeden Fall was Schönes. Neues Video, neues Glück. Immer noch in Hamburg unterwegs. Boah, jetzt riecht es in meinem Helm nach Fisch, ist das. Fischbrötchen sind geil, ne? Aber ich muss jetzt mit offenem Visier fahren, weil es riecht in meinem Helm jetzt nach Fisch und Zwiebeln. Überhaupt nicht geil. Also eigentlich geil, aber nee. Nö. So, jetzt haben wir hier die Baustelle. Na komm, ein bisschen muss ich das Visier schon zumachen. Boah, die hört sich so geil an. Ich liebe das Ding. Ich liebe die Maschine. Ja, Leute. Oh, ist das geil. Ja, verzeiht mir dieses Schmatzen, aber ich habe noch Fischbrötchen zwischen den Zähnen. Ah, ich habe einen Fisherman Friend bei mir in der Hosentasche. Mensch, warum fällt mir das so spät an? Obwohl, nee, dann hättest du. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr mal so ein richtig heftiges heftigen Mintbonbon oder so oder Kaugummi habt, und dann zieht ihr den Helm an und pustet, dann kommen euch die Tränen, weil das so scharf ist. Oh. Komische Themen hat der Typ hier. So, Drochtenstraße. Ja, hier muss ich rein, glaube ich. Keine Ahnung, wie sie sich den schimpft. Aber es ist eine 30er-Zone. Und ich glaube, hiermit umgehen wir so ein bisschen die Baustelle. Baustelle! Ja, fahren wir mal so ein bisschen durch die Seitenstraßen ab hier. Zickzack! So, hier können wir noch nicht. Da ist, glaube ich, immer noch. Oh, eine Corvette, eine alte. Schönes Ding. Ein
Porsche. Oh, die 80. Rechts vor links. Oh, ich glaube, bei dem war ich einmal hier. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jungmannstraße. Junge Mann. Ah, ich fahre mal rechts, links. Ich glaube, ich bin eine zu früh abgebogen. Aber da sieht es nach Hauptstraße aus. Ja, da sieht es nach Bahnhof aus. Ja. Wir fahren mal ganz entspannt. Ja, Leute, so ist das Leben. Wie geht's euch? Oh, da weiß auch nicht, wo längs. Fährt hier längs. Das war eine schlechte Entscheidung, mein Freund. Ich hätte lieber den anderen Weg gewählt. Oh, da muss man echt ein bisschen auf die Straßen hier aufpassen. Überall Sand, dabei habe ich mein Motorrad gerade gewaschen. Da. Wer es gesehen hat auf Instagram, ich habe ehrlich gesagt, die Story wurde nicht hochgeladen, weil mein Internet so schlecht ist. Oh, fahren wir mal hier durch. Fahren wir mal hier durch. Zack. Ist das eine Einbahnstraße? Bin ich gerade in eine Einbahnstraße reingefahren? Ich Idiot? Ich dreh mal um. Zack. Fahren wir hier raus. Nee, ist keine Einbahnstraße. Hab mich schon gerade erschreckt, aber das war mir da zu voll tatsächlich. Ein bisschen zu dumm, da durchzufahren. Mann, Alter, hier ist ja alles Baustelle. Was ist hier los, ey? Hamburg ist Katastrophe, ich sag's euch. Letztens hat mich ja einer von euch in den Kommentaren gefragt, so, na, wie ist es denn, Hamburg rumzufahren? Du siehst es, Katastrophe. Ich bin eine Strecke gefahren, da habe ich 10 Minuten für gebraucht, ne? Um jetzt aber wieder zurück hier zu kommen, alles Baustellen, ey. Alles Baustellen. Nicht mal ein vernünftiges Umleitungsschild. Ist das zum Kotzen? Ja. Deshalb fahre ich tatsächlich ungern durch Hamburg. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ach, Umleitung Ende. Das ist schön zu hören. So, kommt von links was? Kommt von rechts was? Nee, das ist falsche Umleitung. Ich muss da links. Die Straße da vorne kommt mir bekannt vor. Genau, hier muss ich nach links.
Jetzt wäre ich ja schon in die nächste Misere reingefahren. Ne? Na, du hast mich gesehen, du hast mich gesehen. Gut. So, die Straße kenne ich. Hier war ich schon mal. Ja, Leute, da habt ihr eure Antwort. Hamburg ist eine schöne Stadt, ja. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Aber Verkehr in Hamburg, ja, so semi-geil, ne? Im Endeffekt, egal wohin du willst, du brauchst immer eine Stunde. Oder mehr. Ja. Oh Leute, was sagt denn die Uhr, ey? War eigentlich schon länger gebraucht, als ich eigentlich vorhatte. Unglaublich. Hier entsteht auch immer so eine Eigendynamik. So ein bisschen wie in Italien. So, alle fahren irgendwie wie sie wollen. Keiner hält sich an die Verkehrsregeln. Na, du musst mich da mal kurz reinlassen, danke. Ich mache aber gleich wieder Platz. Siehst du? Bah, voll die ganzen vollen Scheiße ins Gesicht bekommen, ey. Ja, Leute, und wenn ihr ganz günstig, ne, eine relativ große Zimtschnecke, vielleicht mit ein bisschen Schokolade oben drauf haben wollt, ne, dann geht ihr hier in die Kreuzung Ebertallee, Osthofer Weg, und da unten ist so ein kleiner Kiosk. Genau, eigentlich zeige ich euch gleich. ist nicht die geilste vom Geschmack her, ne? Aber wenn ihr mal schnell irgendwie was zu beißen braucht, hier in der Nähe seid und eigentlich irgendwie ein bisschen das Portemonnaie gerade schmal ist, ja, hier kriegst du eine gute Zimtschnecke. Ein Franzbrötchen, Entschuldigung, ein Franzbrötchen für gutes Geld. Da bist du auf jeden Fall satt danach. Ja. So, Leute. Auf jeden Fall kurzes, knappes Video, wenig informativ, einfach nur, dass ich Mundgeruch habe und es gerade hier nach in meinem Helm nach Fisch stinkt. Aber ich hoffe, das Video hat den einen oder anderen unterhalten. Und ja, ich hoffe. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.